Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, mit Dr. Hans-Joachim Maatz zu sprechen. Er hat sich sein ganzes Leben für die Frage interessiert, wann haben wir Frieden, wann töten wir uns, wie lösen wir Konflikte, was ist ein Gefühlsstau und wie können eigentlich verfeindete Gruppen wieder in einen Kontakt kommen. Das ist ein so spannendes Feld, also Geimpfte und Ungeimpfte, wie finden sich die wieder, Israelis und Palästinenser, wie finden sie sich wieder, Ukrainer und Russen, das ist wirklich ein Thema, das uns alle betrifft und darum vielen Dank, Herr Maatz, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen. Ja. Herr Maatz, wenn ich Sie kurz vorstellen darf, Sie haben dieses Buch geschrieben, Friedensfähigkeit und Kriegslust. Sie setzen sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Frieden auseinander. Sie sind 1943 geboren, sind jetzt 80 Jahre geworden. Sie haben also eine reichhaltige Lebenserfahrung. Sie haben den Zweiten Weltkrieg als Kind erlebt, dann haben Sie die DDR erlebt. Sie kennen jetzt das kapitalistische Deutschland innerhalb der NATO. Und Sie haben eigentlich immer gesagt, es ist wichtig, sich für den Frieden zu engagieren. Warum ist Ihnen der Friede so wichtig? Also es gibt eine ganz persönliche Geschichte dazu, die etwas mit meiner erlittenen Frühtraumatisierung zu tun hat. Also im Krieg geboren. Ich denke immer, mein Geburtsdatum war gerade ein Höhepunkt der Schlacht um Stalingrad. Ja, also da denke ich, das ist ein Energiefeld, das geht nicht an den Menschen vorbei. Also ja, in dieses Energiefeld reingeboren zu sein und dann all das miterlebt zu haben. Also das schlimmste Trauma war die Vertreibung. Die Familie lebte im ehemaligen Sudetenland und wurde dann 45, war ich 2 Jahre, nach Sachsen vertrieben. Weil Deutschland kleiner gemacht wurde. Ja, nach dem genau. Ich sage es nur, weil einige wissen es nicht mehr. Okay. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg musste Deutschland Gebiete abtreten. Und dort, wo Sie lebten, das wurde abgetrieben. Und dann kam natürlich die Nachkriegszeit mit Belastungen, mit Hunger oder wie kann man irgendwie wieder eine Wohnung haben, all dieses. Also da bin ich schon, denke ich, sehr belastet gewesen damit. Und das heißt für mich, innere Belastung, innerer Stress, innere Traumatisierung hat mit Kriegserleben zu tun, mit Krieg und Vertreibung. Mhm. Sodass ich, glaube ich, von Anfang an, das darf nicht weiter sein, das darf sich nicht wiederholen. Mhm. Wie kann das sein? Wie können Menschen in eine Situation kommen, dass sie gerne in den Krieg ziehen, was ich dann ja auch erlebt habe, dass gesagt wurde, dass Deutsche eben mit Begeisterung in den Krieg gezogen sind, habe ich nicht verstanden. Also das ist die eine Quelle und die andere, die ist dann in meinem persönlichen Leben bis hin zum Berufsleben als Psychotherapeut entstanden, die Erfahrung, dass Menschen wollen in Frieden sein. Wir Menschen sind soziale Lebewesen. Wir wollen miteinander gut auskommen. Wir wollen uns unterstützen, ergänzen, gerne haben. In meiner Arbeit habe ich dann ja zur Kenntnis nehmen müssen, dass die meisten Menschen, zumindest die dann auch therapeutisch bedürftig sind, in ständigen Konflikten leben, in Konflikten mit sich selbst. Sie sind nicht in Frieden mit sich und dann auch nicht in Frieden mit ihrer Familie, mit ihren Partnern, mit Freunden, mit Vorgesetzten, mit der Gesellschaft. Es ist ein wirklich schlimmes Leid. Und die Sehnsucht nach Frieden, nach Liebe ist riesig bei sehr vielen Menschen, ich behaupte heute bei fast allen, weil die Erfahrung, liebevoll angenommen zu sein, bestätigt, verstanden zu werden, schon als Kind am Anfang ist bei sehr vielen Menschen nicht gut genug erfüllt, sodass ein ewiges Defizit bleibt. Mhm. Ein Defizit, wo man häufig dann auch in Partnerschaft oder Freundschaften denkt, ach, da ist jetzt ein Partner, eine Partnerin,
derjenige gibt mir jetzt die Bestätigung, die Liebe, die ich gebraucht habe. Und das funktioniert eben nicht. Man kann die frühen Defizite an elterlicher, an mütterlicher Liebe später nicht nachholen. Das ist ein Irrtum. Man verliebt sich. Aber da ist die Sprache schon klar. Das ist nicht Liebe. Verlieben heißt, bring du mir jetzt all das Gute, was mir so gefehlt hat. Und das muss zur Enttäuschung werden. Weil wie die Erwartung zu hoch ist, dass der andere sozusagen das Glück dauerhaft sichert. Und wenn das nicht geht, kann es wieder in Vorwürfe kommen. Und ich bin ja in einer anderen Situation geboren. Ich bin in der Schweiz geboren, 1972. Und wir haben dann natürlich auf Deutschland geblickt in meiner Jugend. Wir wussten, Deutschland ist gespalten in zwei Teile. Sie sind in der DDR aufgewachsen, daneben gab es die BRD. Die Wiedervereinigung ist jetzt auch schon mehr als 30 Jahre her. Und es war doch am Schluss des Zweiten Weltkrieges diese ganz klare Losung, nie wieder Krieg. Und dann beobachte ich eigentlich, dass sich Deutschland dahingehend verändert hat, dass es zuerst diese Wiedervereinigung gab und man hat dann gedacht, okay, jetzt hat man den Frieden dauerhaft gesichert, das wiedervereinigte Deutschland, so als die beste mögliche Entwicklung. Aber 1999 hat Deutschland dann wieder Krieg geführt, nämlich Serbien bombardiert, obwohl Serbien Deutschland nichts angetan hat. Die Amerikaner haben damals, wenn ich das aus meinen Quellen beurteilen, haben eigentlich Deutschland gesagt, kommt, wir gehen wieder in den Krieg. Und Deutschland hat wie der amerikanischen Autorität gefolgt, ist in diesen Krieg gegangen. Dann 2001 ist die Bundeswehr in den Krieg nach Afghanistan gezogen, hat dort 20 Jahre eigentlich einen Krieg geführt und dann auch verloren, der auch ganz wenig überhaupt hier thematisiert wurde. Man hat fast so getan, als wenn es diesen Krieg nicht gibt. Und 2015 hat die Bundeswehr Krieg gegen Syrien geführt. Das war auch wieder so eine fast unsichtbare Aktion. Man hat gesagt, wir sind schon in Syrien, aber wir bombardieren nicht selber, sondern wir machen die Luftaufklärung für die Amerikaner, die dann bombardieren. Also man ist so in zweiter Reihe. Aber wenn man das zusammenrechnet, also Krieg gegen Serbien 1999, Krieg gegen Afghanistan ab 2001 und Krieg gegen Syrien ab 2015, dann ist das schon eigentlich eine, ja, wenn ich so sagen darf, schmerzhafte Entwicklung, weil da ist man gerade den ganz anderen Weg gegangen und hat diesen Pfad nie wieder Krieg verlassen. Wie konnte es so weit kommen? Also, wie sind wir in diese Lage geraten? Ja. Also in der Tat ist diese sehr stark vertretene Formel nie wieder Krieg oder während den Anfängen eigentlich wie zu einer DNA in mir geworden. Also meine frühen Erfahrungen waren so, dass darf nie wieder sein. Und ich weiß, in der Auseinandersetzung mit den Eltern in der Schule, die Frage, wie konnte das sein? Wir wussten ja, dass Deutsche mit Begeisterung in den Krieg gezogen sind. Was ist mit den Menschen passiert, die freiwillig sozusagen töten oder sich töten lassen? Ich weiß, als junger Psychiater gab es noch ehemalige Kriegsgefangene, die aus Russland zurückgekommen waren. Und wenn man mit denen dann sprach, hörte ich zum ersten Mal solche Sätze wie, das war keine schlechte Zeit. Ich sag, was, wie bitte? Ja, wir konnten morden, vergewaltigen, brandschatzen. Wir hatten Befehle, das zu tun. Also da war die Welt für mich pervertiert. Und das war einer der Gründe, weshalb ich dann anfing, verstehen zu wollen, was passiert mit Menschen oder was ist mit Menschen passiert, die eine solche Kriegslust entwickeln oder eine Begeisterung oder die vielleicht sogar ein Bedürfnis haben, anderen Menschen Schlimmes anzutun, zu töten, zu verletzen. Ja, das wurde im Grunde genommen zum Hauptthema auch meines beruflichen Lebens herauszufinden, was mit Menschen geschehen ist, die eine solche Kriegslüsternheit in sich tragen oder sich dazu verführen lassen. Und um das erstmal auf eine Formel zu bringen,
die Psychodynamik, also die psychosozialen Bedingungen, die Menschen in ein totalitäres, faschistisches System bringen, bis hin eben zur Kriegslust, die ist nach meiner Erfahrung nie wirklich in Deutschland richtig verstanden oder gar aufgearbeitet worden. Nämlich, dass es Menschen sind, und zwar massenhaft, die Mehrheit der Menschen, die in ihrer Kindheit so viel Verletzung, Kränkung oder Defizite, Liebesdefizite erfahren, dass sie im Grunde genommen in einem ständigen Mangelzustand sind, entweder in der Sehnsucht, endlich jetzt jemanden zu finden, der einen jetzt mal gut behandelt oder mag oder liebt, ja, oder aber sich abzureagieren, sich zu rächen, das läuft unbewusst. Für die Schmach, für die Kränkung, nie wirklich als Kind so angenommen, verstanden, letztlich geliebt worden zu sein, das trägt man innerlich als Last. Ich habe später den Begriff des Gefühlsstaus dafür auch gefunden. Das ist mit sehr viel Empörung, Hass, Wut, seelischen Schmerz verbunden. Und für den sucht man später Abreaktionsmöglichkeiten. Und damit wächst die Tendenz, ein Feindbild zu brauchen. Das kann schon der Partner sein, das kann der Vorgesetzte sein, das kann der Nachbar sein, der Politiker sein. Also die Tendenz, sich dann abreagieren zu wollen aus der frühen Kränkung, ist eine der Quellen, die Menschen eben zur Aggression bringen. Ich sage, Menschen, die so behandelt werden als Kind, haben später eigentlich nur die Chance, krank zu werden oder böse zu werden. Und eine Gesellschaft, die am Ende es schafft, einen gemeinsamen Feind auszumachen, das hatten wir ja jetzt in der letzten Zeit, also das Virus ist der gemeinsame Feind oder die Klimaveränderung oder die Russen und so weiter, dann ist die Gefahr groß, dass die Menschen sich in der Erwartung, jetzt endlich den Feind zu finden, gegen den man in den Krieg ziehen kann, also denken Sie nur an Non-Covid, also das Virus soll vernichtet werden oder, ja, ja, oder das Klima muss gerettet werden oder so etwas, dann wird das Ausmaß, der Wahnsinn dieser inneren Spannung deutlich, die in den Menschen ist, sich solchen Erwartungen oder Forderungen hinzugeben, dass das möglich wäre. Und diese Problematik, was in den Menschen angerichtet ist, die später kriegsbegeistert sein können oder ein Feindbild brauchen, die ist nach meiner Erfahrung nie wirklich verstanden und bewältigt worden. Ich finde das sehr interessant, diese Analyse, weil Sie so tief eigentlich auch in die Kindheit zurückgehen. Also das ist ab Zeugung vermutlich, schon, ja, im Bauch der Mutter ist man sozusagen als Wesen beeinflussbar durch das Umfeld, und dann bis 10 Jahre, bis 20 Jahre, oder wie würden Sie sagen, die ersten 10 Jahre sind entscheidend, oder welche, ich bin ja Historiker, ich muss immer ein paar Jahreszahlen haben, also die ersten 3 Jahre, die ersten 10 Jahre, was ist denn so entscheidend, was wir da... Also die erste Lebenszeit, die ersten 3 Jahre sind entscheidend für die Prägung der Persönlichkeit. Also die ersten 3 Jahre plus die Monate im Bauch der Mutter. Auf jeden Fall. Also, oder nehmen Sie die 3 Jahre da dazu? Bereits die Zeugung dürfte eine Rolle spielen. Ist da ein Liebesakt oder ist es so passiert oder gar eine Vergewaltigung oder so etwas? Ja. Auf jeden Fall, aber dann... Und dann auch die 9 Monate, die Zeit, ob die Eltern streiten oder ob sie sich freuen oder ob sie in einem Kriegsgebiet sind. Oder das hat alles eine Rolle. Und wie ist die innere Einstellung der Mutter zum Kind schon während der Schwangerschaft? Mhm. Wir haben mal in meiner Arbeit so einen Test gemacht, Mütter gefragt, oder Patienten gefragt, was sie glauben,
was ihre Mutter als erstes gedacht hat, als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist. Ja, interessante Frage. Ja, ja, und das ist wirklich spannend. Dann, ach, das schaffe ich nie oder um Gottes Willen oder ach, ich bin glücklich oder so. Dass tatsächlich diese Einstellung, die derjenige dann erinnert hat oder sich fantasiert hat, das weitere Leben bestimmt hat. Also, das ist klar. Wir wissen vor allen Dingen sehr viel über die Problematik der Geburt, dass die natürliche Geburt ganz wichtig ist, also die Zusammenarbeit von Mutter und Kind. Und dass es ein Riesenproblem ist, wenn man einen Kaiserschnitt macht, der gar nicht medizinisch notwendig ist. Also Sie sagen, wenn immer möglich, ich werde ja nie gebären und Sie auch nicht, aber wenn Sie den Frauen raten, wenn Sie sagen, wenn immer es dir möglich ist, eine natürliche Geburt zu machen. Unbedingt. Und was ich eben auch gehört habe, ist, dass es dann wichtig ist, dass die Mutter das Kind auf den eigenen Körper legt, weil das Kind ja im Bauch ganz eng ist immer mit der Mutter. Ja. Und darum möchte es immer auch in diesem Kontakt sein. Aber früher, also in der Schweiz, in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der DDR war, haben dann die Kinder dann in eine, eigentlich weggelegt und dann lagen die da eigentlich in einer Distanz. Ja. Und wenn Sie sagen, die ersten 3 Jahre sind wichtig, sind Sie auch ein Vertreter von denen, die sagen, nein, das zu viel Körperkontakt kann gar nicht sein in den ersten Jahren. Ist das so? Das ist richtig. Also, dass man ein gerade geborenes Kind der Mutter auf die Brust legt, ist ein deutliches, eine Chance, ein Signal möglicher Bindung. Ja? Aber man darf das auch nicht nur ideologisieren. Es ist ja die Frage, wie ist die Einstellung der Mutter zum Kind? Ja. Also wenn es gut läuft, was man ja in vielen Fällen hat, ist das natürlich eine wunderbare und notwendige Erfahrung zwischen Mutter und Kind. Nach der Geburt geht also der enge körperliche Kontakt weiter. Mhm. Aber wenn die Mutter Angst hat vor dem Kind oder überhaupt vor der Geburt und das Kind nicht wirklich von Herzen aus sich wünscht, dann kann das natürlich auch eine Problematik sein. Ja, also es kommt auf die Gefühlslage natürlich davon, von Vater, Mutter. Aber die Tatsache, die zu DDR-Zeiten sehr häufig war, auch heute noch eine Rolle spielt, eine zu frühe Trennung von Mutter und Kind. Das war zu DDR-Zeiten die Regel, dass das Kind wurde weggelegt und wurde dann nur zu bestimmten Stillzeiten der Mutter wieder gegeben. Und heute, weil man dachte, das ist eine gute Idee. Richtig, ja. Das war, Sie haben ja Medizin studiert und die Mediziner haben gesagt, das ist für die Mutter gut, dann kann sie sich ausruhen. Und was war die Überlegung? Ich sage jetzt naiv, ich habe ja nicht Medizin studiert. Ja, aber ich finde es interessant, dass wir eigentlich über Krieg und Frieden sprechen. Ja. Und jetzt sprechen wir darüber, wo liegen eigentlich die Babys nach der Geburt? Liegen sie bei der Mutter oder liegen sie im Raum daneben? Aber da beginnt die Frage, Krieg oder... Darum finde ich ja Ihre Arbeit so spannend, weil Sie Sie gehen zurück in die ersten 3 Lebensjahre. Aber warum haben die Mediziner damals gesagt, die waren ja auch nicht in dem Sinne böse, sondern sie haben einfach gesagt, das ist eine tolle Idee. Also da mag es viele Gründe geben. Ich glaube, die wenigsten waren wirklich reflektiert, sondern das macht man halt so. Oder die Mutter soll sich entspannen oder soll Ordnung herrschen, das Kind muss betreut werden und man muss das dann richtig machen, weil man vielleicht der Mutter das nicht alles so zutraut. Es mag auch eine einfach dumme Gewohnheit. Man kannte es nicht besser oder es war normal. Also es gab ja die Einstellung noch aus dem Nationalsozialisten mit der Ärztin Harrer, die ja Bücher geschrieben hatte über die Mutter und ihr erstes Kind, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, dass man das auf keinen Fall verwöhnen darf, dass man es, wenn es schreit, in einen anderen Raum legen soll. Also da war eine starke Tendenz, das Kind nicht in Liebe zu empfangen und zu behandeln, sondern autoritär. Also man muss bestimmen, was mit dem Kind, wie das Kind sich verhalten soll und so. Und ist es jetzt ein weiterer Sprung vom Kind, das von der Mutter getrennt wird, zu den Waffenlieferungen in die Ukraine? Also das ist jetzt das, was mich am meisten interessiert. Ich sehe, dass Bundeskanzler Olaf Scholz
gesagt hat, Deutschland muss Waffen in die Ukraine liefern. Und Außenministerin Annalena Baerbock hat auch gesagt, wir müssen Waffen in die Ukraine liefern. Wir müssen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky beistehen, weil der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar 2022 in der Ukraine einmarschiert ist. Und darum ist es unsere Pflicht, an der Seite von Zelensky Waffen zu liefern. Und man hat ja zusätzlich noch ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet. Und jeder, der das kritisiert hat, dann nehme ich ja, Sie dazu, ich nehme mich dazu. Wir haben ja gesagt, es ist keine gute Idee, in Kriegsgebiete Waffen zu liefern. Wir haben das auch öffentlich gesagt. Wir wurden dann diffamiert. Was läuft da? Warum werden diejenigen diffamiert, die sagen, wir sollten die Probleme nicht mit Gewalt lösen? Also hat das etwas mit diesen ersten 3 Jahren zu tun? Und wenn ja, wie? Also wie kann man das plausibel darlegen? Also, weil die meisten, Entschuldigung, wenn ich noch unterbreche, die meisten würden ja sagen, also bitte, das hat jetzt nichts mit meinen ersten 3 Jahren zu tun, sondern ich glaube, der Bundeskanzler hat recht, man muss diese Waffen liefern. Und wo ich lag nach der Geburt spielt hier bitte keine Rolle. Also es gibt tatsächlich einen Zusammenhang. Man ist sich mittlerweile auch einig, wenn gesagt wird, wer über die Kinderstube bestimmt und herrscht, der herrscht letztlich über den Menschen. Also das weiß man, das ist also keine Frage mehr, auch aus der psychoanalytischen Forschung, die Bedeutung der Qualität der Frühbetreuung für die Persönlichkeitsentwicklung. Und um auf Ihre Frage direkt einzugehen, wenn jetzt Menschen, auch Politiker, das fordern mit den Waffen und den Krieg damit anfeuern, da behaupte ich, diese Menschen können keine gute Kindheit gehabt haben. Das behaupte ich. Es ist sonst nicht denkbar. Wer also eine friedvolle, liebevolle, bestätigende, annehmende Kindheit hatte, was eigentlich das Ziel ist, eine gute Bindung in dem Sinne, dass das Kind erlebt, ich bin gewollt, so wie ich bin, bin ich in Ordnung. Man versteht mich, man fühlt sich in mich ein und meine Bedürfnisse. Es gibt eine klare Zuwendung und natürlich auch Begrenzung. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt ein Defizit, eine Gefühlssituation, die verbunden ist mit berechtigter Empörung, mit Wut, bis Hass. Ich bin nicht wirklich gewollt, ich bin sogar vielleicht bedroht. Und seelischer Schmerz, ich bin nicht geliebt. Und diese Gefühle, die dann viele Kinder haben können, wenn sie diese Erfahrung machen müssen in der frühen Kindheit oder durch zu frühe Fremdbetreuung, zu frühe Trennung von der guten Mutter in eine Fremdbetreuung, dieser Gefühlsstau, der wird in aller Regel dem Kind nicht gestattet. Das Kind darf dann nicht sich empören oder weinen oder wird getröstet oder wird beruhigt, beherrscht dich, sei jetzt hier nicht so frech oder so laut, Jungs heulen doch nicht und solche Sachen. Also es gibt eine gefühlsunterdrückende Erziehung, die zu einem Gefühlsstau führt. Und ein Leben lang suchen Menschen mit einem solchen Gefühlsstau, den irgendwie emotional abzureagieren. Das kann ganz privat sein, dass man einen Partner hat, an dem man leidet, oder Vorgesetzte. Man hat dann immer Objekte, gegen die man sich erregen und empören kann. Oder man sucht eben ein Feindbild, ja, wo man sich abreagieren kann. Und deshalb ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden, dass Deutschland wieder den Krieg befeuert mit Waffenlieferung, da behaupte ich, diese Menschen, die das tun, können keine friedfertigen, in Frieden, in Liebe aufgewachsenen Menschen sein. Die müssen einen Gefühlsstau haben, den sie auf diese Weise versuchen abzuführen. Und sind jetzt 100 Milliarden sind jetzt wieder als Sondervermögen für die Bundeswehr. Und dann heißt es, ja, man muss sozusagen die Rüstungsausgaben erhöhen und so weiter. Also es ist eine Militarisierung wieder von Deutschland. Und ich sehe einfach bei den Menschen, die zu meinen Vorträgen kommen, die wollen das nicht. Ja. Aber
Um mir jetzt einen Überblick zu machen über dieses Thema Gefühlsstau, würde es mich schon interessieren. Wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland, 10 Millionen grob in der Schweiz, 10 Millionen in Österreich. Machen wir die runde Zahl 100 Millionen. Ja. Von diesen 100 Millionen, haben alle 100 Millionen einen Gefühlsstau oder nur die Hälfte? Oder wie muss man das verstehen? Haben wir zwei auch einen Gefühlsstau und alle, die zusehen? Also ich habe auch einen Gefühlsstau. Also ich... das ist seit meiner Berufserfahrung ein wesentlicher Grund, mit dem ich umgehen lernen muss. Also, dass ich einen Gefühlsstau nicht gegen mich richte, indem ich daran krank werde, also psychosomatische Symptome entwickle, oder eben einen äußeren Feind brauche oder Konflikte suche und schüre, wo ich dann den Gefühlsstau abreagieren kann. Also ich behaupte, dass die Mehrheit der heute lebenden Menschen, also diese 100 Millionen, einen Gefühlsstau haben, weil die Mehrheit nicht so liebevoll, nicht solche guten, liebevollen, frühen Beziehungserfahrungen mit Mutter und Vater hatten oder eine zu frühe Fremdbetreuung. Natürlich gibt es schwere Unterschiede zwischen schwerster Traumatisierung und leichter, aber die Masse ist davon betroffen. Das ist ja auch der. Also wir können nicht sagen, es betrifft nur 10%. Ist richtig. Wir können auch nicht sagen, es betrifft nur 50%. Nein. Wenn ich Sie so höre, gehen Sie Richtung 80, 90, ja, 100. Ja. Also Sie sagen, 80% sind sicher betroffen. Ja. 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 Okay, also wir sind fast alle betroffen. So kann man es sagen. Das erklärt. Es macht jetzt auch keinen Sinn, mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, ihr habt einen Gefühlsstau, ich zum Glück nicht. Nein. Sondern es ist mehr die Stimmung, wir haben alle einen Gefühlsstau, lasst uns darüber reden. Ja, und verstehen die Hintergründe. Also es wäre ja einer der wesentlichen Erkenntnisse wäre, die Frühbetreuung zu verbessern, dass eben dort wird der Gefühlsstau ursprünglich erzeugt. Also mit diesem Wissen könnte man dafür sorgen, dass die Frühbetreuung der Kinder verbessert wird. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere für die schon im Gefühlsstau Lebenden, dass man es versteht und dass man kapiert, auf welche Weise man Gefühlsstau abreagiert. Also ich habe schon gesagt, die eine Variante ist über Symptome. Also der Stau braucht dann einen körperlichen, einen psychosomatischen Ausdruck. Magen, Blutdruck, Rücken, muskuläre Anspannung und so weiter. Also, Entschuldigung, der Stau kann krank machen? Der Stau macht krank. Der macht krank. Ja, es gibt keinen Menschen, der sich völlig gesund fühlt. Also gesund im Sinne von beschwerdefrei. Ja, also ab wann dann eine körperliche Beschwerden oder psychische Beschwerden zur Krankheit werden, ist noch ein anderes. Also das ist ja eine Definitionsfrage auch. Ja, aber ich denke, die meisten oder Menschen haben eben Beschwerden, die sehr oft und sehr viel mit Gefühlsstau zu tun haben. Und noch ein Satz, weil das wichtig ist, entweder dieses oder aber man sucht Gründe, den Gefühlsstau an anderen abzureagieren. Also man organisiert sich Konflikte, man organisiert sich Feinde. Es bleibt ja sonst unerklärlich, wieso man plötzlich einen Nachbarn, einen Freund nicht mehr leiden kann oder sagt, ach, der ist so blöde, so bescheuert und so. Und da sage ich eben, und so ist meine Erfahrung, das wird gebraucht. Man braucht solche Feindbilder, Sündenböcke, soziale Konflikte, um eine ständige Möglichkeit zu haben, den Gefühlsstau ein Stückchen abzureagieren. Ich finde das sehr interessant, was Sie sagen, weil Sie als Psychotherapeut ganz anders auf die Gesellschaft blicken als ich als Historiker. Und ich denke, dieses Interdisziplinäre ist in diesen Zeiten sehr wichtig, weil manchmal stehe ich schon vor der Gesellschaft und frage mich, warum sind wir in der Situation, die wir sind? Ja. Also ich beobachte ja, dass eben sozusagen diese Feindbilder aktiv gefördert werden. Also der böse Russe, der böse Putin ist im Moment ja sozusagen das aktuelle Feindbild.
aber kurz vorher waren es die bösen Ungeimpften. Also ich kann einfach sagen, ich habe mich nicht impfen lassen, weil ich dieser Impfung nicht vertraut habe. Das waren die Corona-Jahre 2020 und 2021. Und ich wurde diffamiert als Covidiot. Das fand ich nicht angenehm, ja. Und wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich fast das Gefühl, nun gut, da ist ein Gefühlsstau. Der Gefühlsstau braucht ein Feindbild. Da reicht ein Ungeimpfter als Feindbild. Ist das jetzt etwas, wo Sie sagen, doch, ja, das ist tatsächlich passiert? Weil man hat ja nicht viel über Gefühlsstau gesprochen. Man hat eher darüber gesprochen, soll man Maske tragen oder nicht? Man hat darüber gesprochen, soll man die Schulen schließen oder nicht? Man hat darüber gesprochen, soll man die Kinder impfen oder nicht? Man hat darüber gesprochen, ob die Maske über der Nase sitzen muss oder wenn sie da unten sitzt, was das bedeutet. Und also über den Gefühlsstau hat eigentlich niemand gesprochen, oder Sie vielleicht, aber vielleicht hat man Sie zu wenig gehört. Aber ich sage nur, dann haben wir überhaupt gar nicht über die tieferen Ursachen gesprochen, sondern wir waren wieder oben auf der Ebene von, was ist mein Feind? Und der Feind ist der Ungeimpfte. Und dann habe ich beobachtet, dass nach der russischen Invasion der Ungeimpfte wie aus dem Schussfeld rauskam und dann war der Russe das Feindbild. Ja. Und für die Ungeimpften war es ein bisschen eine Entlastung. Ja, ja, ist richtig. Haben Sie das auch so erlebt? Erlebe ich genauso, ja. Und ich versuche mir es auch zu erklären. Also, dass die Ungeimpften so in die Schusslinie gekommen sind. Also unverhältnismäßig. Bedroher das und darf Gefährder man schon sagen, und oder? Böse Menschen und. Also man hat mir auch gesagt, sei Corona-Leugner. Ja, ich habe das Virus nie geleugnet. Ja, ich habe mich nur dagegen entschieden, diese Impfung zu machen. Das war einfach mein Entschluss. Also ich kann das nur so verstehen, es gibt keinen wirklich, also meiner, ich spreche als Arzt, keinen wirklichen medizinischen Grund, etwas gegen Ungeimpfte zu haben. Also am Anfang konnte man vielleicht noch denken, es ist ein bisschen unvernünftig oder gefährlich, wenn man an die früheren Impfungen denkt, die wir alle haben. Aber sehr bald war doch klar, mit dieser Impfung stimmt etwas nicht. Und dass Ärzte dann überhaupt noch geimpft haben, das verstehe ich als Arzt nicht mehr. Mhm. Denn wir Ärzte sind ja die, die es am ehesten auch sagen wir, kritisch überprüfen müssen, was wird da eigentlich verimpft. Aber die politisch-mediale Propaganda war so wirksam durch Ängstigung, das ist was ganz Gefährliches, Todesgefahr, Erstickungsgefahr, dass die meisten Menschen dadurch beeinträchtigt waren und auch praktisch sich dadurch haben verführen lassen, sich impfen zu lassen. Und wer das dann gemacht hat, und feststellen muss, da ist vielleicht nicht alles in Ordnung. Er braucht jetzt einen Grund. Wird doch nicht diejenigen, sich selbst oder die, die ihn das geraten haben, angreifen, sondern ach, die Ungeimpften, die sind dann schuld. Also es wird im Grunde genommen die eigene Verunsicherung wird dann projiziert und anderen zur Last gelegt. Ich habe gesehen, auf Facebook kann man ja den Status einstellen und dann habe ich gesehen, die einen hatten den Status auf geimpft und dann kam die russische Invasion in die Ukraine und dann haben den Status geimpft rausgenommen und haben die ukrainische Flagge als Status reingemacht. Das heißt, es war so eigentlich, das Feindbild hat sich über Nacht, also ich habe das Gefühl, der Gefühlsstau, dem ist es ziemlich egal, was das Feindbild ist, muss einfach ein Feindbild her. Richtig. Und ich will mal versuchen, nochmal den Zusammenhang zwischen der individuellen und einer kollektiven Situation klar zu machen. Also ich gehe davon aus, die meisten Menschen sind in ihrer frühen Kindheit nicht so geliebt, bestätigt, angenommen worden, wie sie es für eine gesunde Entwicklung brauchen. Sondern, ich sage mal so, Kinder erfahren nicht die Unterstützung, werde so, wie du bist oder werden kannst, sondern werde so, wie wir dich wollen. Die Eltern, die Schule, die Gesellschaft. Und damit wird eine Entfremdung erzeugt. Der Einzelne ist nicht mehr so, wie er wirklich individuell sein könnte. Das ist mit Gefühlsstau verbunden, berechtigt. Empörung, Schmerz, Trauer über das, was da an Entfremdung, an Traumatisierung geschieht. Damit kann der Mensch nicht gut leben. Er sucht jetzt also
eine Kompensation oder lenkt sich ab oder betäubt sich. Das wissen wir, betäuben, Alkohol, Medikamente, das Drogen ist der Klassiker, und so. Ja. Aber er lenkt sich ab und versucht in der Ablenkung das zu tun, was die Gesellschaft von ihm erwartet. In der DDR war es zum Beispiel Kollektivgeist, Unterordnung, Einordnung, ja nicht individuell sein. Im Westen ist es Leistung, narzisstische Größe, setz dich durch, konkurriere, werde was. So. Und mit dieser Anpassung, die jetzt gesellschaftlich oder sozial gefördert und gewünscht wird, kann der Einzelne seine frühe Kränkung oder Verletzung kompensieren und kann dadurch sogar erfolgreich sein. Er macht Karriere, kann bekannt werden, kann reich werden, weil er sich den Regeln der Gesellschaft gut anpasst. Und er trägt dann seinen Gefühlsstau dahin. Also die narzisstische Gesellschaft, die ich heute sehe, fördert ja im Grunde genommen, streng dich an, werde besonders tüchtig und stark. Und da kann man jetzt mit Leistungsstress auch seinen Gefühlsstau abarbeiten. So. Wenn diese Situation in die Krise kommt, und das behaupte ich mal, unsere Gesellschaft ist in einer Krise, vielleicht sogar in einem Endzustand, sagen wir eine finanzkapitalistische Normopathie. So. Das heißt, dass die bisherigen Anpassungen, die Kompensation nicht mehr die gleiche Wirkung haben, den gleichen Erfolg haben. Das heißt, die Menschen sind wieder reduziert auf ihre frühen Verletzungen und Kränkungen, deren Kompensation nicht mehr so funktioniert. So, und jetzt passiert das. Wenn man nicht mehr kompensiert, wird man krank oder böse. Also, oder könnte man nicht einfach sozusagen auf eine höhere Ebene wechseln und sich dessen Ganzen bewusst werden? Ja, dann, okay. Ne, das ist das, was denke wir beide auch hoffen. Ja, hoffen und uns auch bemühen, indem wir darüber reden, nachdenken. Ja. Oder in der Therapie ist das ja eines meiner zentralen Anliegen. Und dann haben Sie doch auch Erfahrungen, dass, wenn es bewusst wird, ja, und da, es braucht Zeit, das macht man nicht mit einem YouTube-Video, aber es ist so, wenn es bewusst wird, dass man an einem Gefühlsstau leidet oder dass man an Feindbilder leidet, dass das schon transzendiert werden kann, oder? Ja. Wir sind ja als Menschen wunderbare Wesen, wir haben unglaubliches Potenzial. Auch wenn wir eine schlechte Kindheit hatten vielleicht, kann es trotzdem uns gelingen, ohne Feind, also bin ich jetzt hier ein bisschen zu positiv, also es könnte doch möglich sein, keine Gewalt, keine, ich meine damit auch kommunikative Gewalt, dass wir rauskommen aus der Nummer geimpft gegen ungeimpft. Ich sage dann immer, sowohl die Geimpften wie die Ungeimpften gehören zur Menschheitsfamilie, die Russen wie die Ukrainer. Und jetzt ist ja schon die nächste Krise, Israel, Palästina. Ja. Da sage ich immer, man muss sich jetzt nicht die israelische Flagge hissen oder die palästinensische, sondern die Friedensflagge, um zu zeigen, wir müssen das Verbindende stärken, wir müssen wie auf eine höhere Ebene kommen. Ist das aus Ihrer therapeutischen Sicht mit Einzelgesprächen auch die Erfahrung, dass das möglich ist, dass wir das können? Ja, ich glaube, das verbindet uns beide auch, dass wir diese Hoffnung haben und uns bemühen, das irgendwie zu erreichen. Im Einzelnen habe ich für mich keine Probleme, das funktioniert. Man kann den einzelnen Menschen helfen, aus dieser seiner Misere, seinem Irrtum, seiner Entfremdung, seinem Gefühlsstau herauszufinden. Dazu muss er seinen Lebensweg verstehen, im Sinne von, welche Beziehungsstörungen, Beziehungsdefizite an mütterlichen und väterlichen Einflüssen oder gesellschaftlichen Einflüssen habe ich in mir abgelagert. Dann muss er die damit verbundenen Gefühle, also den Gefühlsstau realisieren, den er sonst psychosomatisch austrägt oder eben im sozialen, feindseligen Agieren gegen andere. Und eine Möglichkeit finden, sagen wir, eine zivilisiertere, eine friedfertigere Möglichkeit finden, den Gefühlsstau, der ja nicht weggeht. Das ist ja die Reaktion realer Kränkung, realer früher Traumatisierung. Er muss jetzt eine andere Form finden, den Gefühlsstau abreagieren. Das kann man gegen einen Boxsack machen. Das kann man überhaupt mit Sport machen, den man sich, also mit dem Bewusstsein auch. Ich muss hier Energie abführen. Und in meiner Arbeit macht das zum Beispiel ein zentraler Stellenwert, dass ich die Menschen ermutige und begleite, sich auf eine Matte zu legen,
durch Atemübungen sich zu aktivieren, um Gefühle, die abgelagert, den Gefühlsstau kann man aktivieren durch Atemübungen, durch bestimmte körperliche Positionen und so weiter, um dann die Empörung, den Schmerz, die Trauer wirklich zum Ausdruck zu bringen und dann auch zu verstehen, ich bin empört, weil ich schlecht behandelt wurde, ich bin traurig, weil ich nicht geliebt wurde und so weiter. Damit kann man dem Einzelnen helfen, aus dieser Misere oder Fehlentwicklung herauszukommen. Mit dem Wissen, dass er dann immer wieder mal eine Abreaktion für den Gefühlsstau braucht. Also den kann man nicht ein für alle Mal abreagieren, so wie ich kann nicht das, was geschehen ist, ungeschehen machen. Aber es wird besser, wenn man diesen Weg geht. Ja, weil ich dann die Energie nicht mehr habe, um mir selber zu schädigen durch Symptome, durch Erkrankung, oder die Energie nicht mehr habe, um jemand anderen zum Feind zu erklären. Das ist ja die Tragik, wenn ich jetzt die Ungeimpften zum Feind erkläre oder das Klima zum Feind erkläre oder die Russen zum Feind erkläre, dann habe ich doch ständig irgendwelche falsche Zielscheiben, selbst wenn man, sag mal, aber die Regierung gibt diese Zielscheiben ja auch immer vor. Ja. Meine, die Regierung könnte auch sagen, wir haben alle einen Gefühlsstau und die 100 Milliarden geben wir nicht der Bundeswehr, sondern da machen wir Training, um diesen Gefühlsstau aufzulösen. Dann hätten wir eine viel bessere Gesellschaft. Aber mit 100 Milliarden wäre was zu machen, oder nicht? Das wäre es. Dann wären wir eine Friedensgesellschaft. Aber dann, das Geld fließt ja immer wieder in einen neuen Panzer und in eine Mine und in einen Abfangjäger, aber die helfen ja nichts gegen den Gefühlsstau. Und ich traumatisieren ja die Leute noch mehr. Ich will noch mal auf eins hindeuten, weil das wichtig ist, beim Feindbild. Ja, es werden oft Menschen oder Kollektive oder Gruppen zum Feind erklärt, dem man tatsächlich etwas Negatives nachweisen kann. Mhm. Wenn man ganz banal in Partnerschaften, habe ich die bittere Erfahrung machen müssen, dass man manchmal mit einem Partner, einer Partnerin zusammenlebt, an dem man ständig leidet, weil man sich nicht mehr versteht. Und da frage ich, habe ich immer gefragt und tue das, wieso seid ihr noch zusammen, wenn ihr so leidet? Und dann ist die bittere Erkenntnis, die ist nicht sofort da, aber die entsteht, ja, weil ich am anderen leiden kann. Das heißt, der andere ist in seiner Art, wie er sich benimmt oder Fehler macht oder sich schuldig macht, ein geeignetes Objekt zu sagen kann, du bist böse, du bist schlecht, du bist schuld, du liebst mich nicht. Also die realen Schwächen eines anderen werden sehr gern benutzt, um ihn als Objekt des Gefühlsstaus, des Feindbildes projektiv benutzen zu können. Das ist einem doch überhaupt nicht bewusst, wenn man in eine Beziehung eingeht. Das ist völlig unbewusst. Man sagt doch nicht, ja, ich habe hier eine tolle Frau kennengelernt, die eignet sich auch sehr, um meinen Gefühlsstau abzureagieren, weil die hat diese und diese Defizite und da kann ich sie immer wieder darauf hinweisen und so ist sie ein wunderbares Feindbild, weil die Feindbilder wie Putin oder Osama Bin Laden, die kommen und gehen, das reicht ja nicht für was Stabiles. Und okay, also es ist ein völlig anderer Blick. Der Trick des Unbewussten auch. Genau, Sie sagen, wenn man das aus dem Dunkeln ins Licht, also das ist mal ein bisschen unangenehm, oder? Ja. Also das wäre für die Frau wie für den Mann, oder auch wenn das eine Beziehung zwischen Gleichgeschlechtlichen ist, ist das sicher unbewusst, wenn man so etwas hört. Ich könnte mir vorstellen, das würde man zuerst mal abstreiten. Richtig. Und sagen, wir sind seit 30 Jahren verheiratet, Herr Marz. Ja. Wie können Sie unsere 30-jährige Ehe so schlecht darstellen, dass hier eigentlich der Gefühlsstau... Die laufen empört weg mitunter. Ist es so? So ist so, ja. Aber also kommen die dann wieder, oder war es das? Es gibt alles, ja. Kommen wieder oder... Oder kommt nur einer. Ja, genau. Ja. Also es gibt einfach alles. Ja. Aber es ist oft, wir reden ja jetzt einmal über Partnerschaften, das kann man aber auch für Gesellschaften. Ne? Also, ja, wir kommen vom Krieg zum Gefühlsstau. Ja. Man kann auch den Russen was Negatives nachweisen, ja. Und dann eignet es sich eben besonders zur Projektion des Bösen. Ja? Aber wenn wir über das Individuelle sprechen, kann man das Gesellschaftliche gleich immer mitdenken. Es ist so, wenn zum Beispiel jemand das erkennt, ich habe mir einen Partner genommen, an dem ich leiden kann,
Oh, das ist jetzt ungerecht, das will ich eigentlich nicht mehr. Also man trennt sich. Und nach einer Weile hat man einen neuen Partner. Da scheint alles besser. Und in der Tiefe ist es dann wieder ähnlich. Dann findet man wieder etwas an dem oder derjenigen, wo man leiden kann, wo man was vorwerfen kann. Also man muss das Prinzip des Gefühlsstaus und seiner unbewussten Aktion verstanden haben. Ne? Dass man dann das braucht, um die Spannung abzureagieren. Und wenn ich an jemanden leiden kann oder schimpfen kann, und, ja, dann ist das eine momentane, ein Ventil des Überdrucks. Ja. Also dann kann man, fasse ich das richtig zusammen, sagen, der Gefühlsstau führt immer zu Feindbildern. Ja. Und das kann man in privaten Beziehungen beobachten. Aber man kann das auch zwischen Nationen beobachten, ja, oder man kann das zwischen Geimpften und Ungeimpften beobachten. Oder hier in Deutschland zwischen Ossis und Wessis. Ja. Ich weiß nicht, ich habe gelesen, dass sie nach der Wende, da gab es ja auch so ein bisschen unterschiedliche Arten, wie man auf den anderen geblickt hat, dass sie zwischen den Ossis und den Wessis eine Sitzung gemacht haben, 50 aus der ehemaligen DDR und 50 aus der BRD. Und dann ist man zusammengekommen und hat eigentlich diesen Gefühlsstau abgebaut. Oder was haben Sie da gemacht? Also das finde ich sehr interessant. Also was haben Sie da gemacht? Naja, es gab... Das war ja Wiedervereinigung auf der emotionalen Ebene. Vor der Wiedervereinigung war Ost-West ja geeignet als Projektionsfeld für Gefühlsstau. Also nicht für die Kommunisten waren also da die westlichen Imperialisten, das sind die Feinde und Kriegstreiber und ehemalige Nazis und so weiter. Haben Sie das selber auch so gesehen? Nein. Okay. Aber ich habe das miterleben müssen. Mir war das sehr bald klar, dass das Projektion ist. Ja. Genauso wie der Westen, das sind die Bösen, die schlimmen Kommunisten. Und also dieses Feindbilddenken war ja ungebrochen. Also wenn man daran denkt, noch Jahrzehnte vorher gab es den Erzfeind Frankreich oder so. Ja. Oder den Klassenfeind Imperialismus und Kommunismus und so weiter. Immer ein Feind, Immer. Das muss einem irgendwann auffallen, oder? Ja. Der Feind trägt andere Kleider, andere Namen. Ja. Aber ist immer da. Ja. Und das hat sich dann bis bei der Wende natürlich zwischen den Ost- und Westdeutschen abgespielt. Mhm. Also ich weiß, so aus, was dann erforscht wurde oder untersucht wurde, dass die Westdeutschen eine grundlegende Abwertung des Ostdeutschen haben. Die sind die Primitiveren, die Ungebildeteren, die Eingeengteren und so weiter. Und nach Westen hin gab es eine Tendenz, die kollektiv zu überhöhen. Also es wären es wirklich die besseren Menschen. Man hat am Anfang nicht erkannt, dass das oft eine narzisstische Störung ist. Also der Wessi neigt dazu, gemäß seiner ökonomischen und gesellschaftlichen Situation, sich immer mehr herzumachen, als er ist, also mehr Schein als Sein. Und der Ossi war gut beraten, eher, ich weiß nicht so genau, um sich zu schützen vor sagen wir, den Ansprüchen der Politik. Also bei meiner Untersuchung über Narzissmus sind die beiden Teile ja im Westen das Größenselbst und im Osten das Größenklein. Also man stellt sich kleiner, macht sich kleiner, um nicht gefordert zu werden. Und hier, man macht sich größer, um möglichst erfolgreich zu sein. Eigentlich ist ein großes Glück, dass Sie in Deutschland sozusagen beides gerade studieren können, weil Sie haben dann die Wiedervereinigung erlebt und dann haben Sie diese Gruppen zusammengebracht, die ja ganz anders sozusagen in ihrem Gefühlsstau oder ihrem Narzissmus waren. Und was hat sich dann gezeigt? Naja, vor diesem Hintergrund, dass es so eine kollektive Fehleinschätzung gibt, also Größen selbst, Größen klein. Und die Ostdeutschen tatsächlich glaubten
die Wessis, die sind alle bessere Menschen. Nur weil sie mehr kaufen können oder weiter reisen können und so. Und die Westdeutschen oft, ja, die Ossis, die sind eben zurückgeblieben. Bis heute wird ja gesagt, der Osten ist braun oder so. Ja? Also die Vorurteile waren. Und jetzt haben wir eben gesagt, das kann nicht sein. Wir sind Menschen, eine Menschheitsfamilie. Genau, Ostdeutschland, genau. Westdeutschland. Also haben wir solche Zwiegespräche gemacht, damals mit Michael Lukas Möller, der hatte die Zwiegespräche ja entwickelt für zerstrittene Partner. Mhm. Ja. Geht auch für zerrittene Völker. Genau. Und in welchem Jahr sind wir? 1990? 90. Also 91. Einfach für die Jüngeren, 89 war Mauerfall, 90 war Wiedervereinigung, danach konnte man reisen. Ja. Vorher konnte man ja nicht reisen. Man konnte nicht einfach rüberfahren und sagen, wir machen ein Gespräch. Ja. So, und jetzt gab es diese Vorurteile, also die Abwertung der Ostdeutschen und die Überwertung des Westdeutschen. Mhm. Also beides Störungen oder beides unterschiedliche Formen der Entfremdung. Wir sprachen ja von der Frühentfremdung. Wie werden Kinder behandelt? Im Westen wurden sie so behandelt, dass du musst dich aufmotzen, du musst stark sein, konkurrieren können. Und im Osten war es gut, sei vorsichtig, sei zurückhaltend, gib dich nicht zu erkennen, pass dich an, tauche im Kollektiv unter und so weiter. So, und jetzt haben wir in den Zwiegesprächen, war das tatsächlich am Anfang ein deutlicher Unterschied. Die Wessis haben sich eben so, das schaffen wir hier alles gut und so. Und die Ostdeutschen, wir wissen nicht, wir sind unsicher und so. Und ihr wart alle im gleichen Raum? Alle im gleichen Raum. Also wie im Hotel, kann man sich vorstellen? Ja, so ein Saal und dann hat man sich gepaart. Also der eine Ossi hat den Wessi und so. Und dann hat man sich zusammengesetzt. Und alle waren freiwillig im Raum? Ja, natürlich. Und jetzt die kurze Regeln der Zwiegespräche heißt, jeder spricht von sich dialogisch. Man spricht nicht mehr über etwas, über das Wetter oder über Politik oder so, sondern wie es mir gerade geht. Und wenn das dann gelungen war, dass man persönlicher wurde, also ich denke, ich fühle, ich fürchte, ich bin, weil, also die persönlichen Motive und nicht mehr die gesellschaftlichen, die sozial erwünschten, waren, dann waren plötzlich nicht mehr zu erkennen, wer aus dem Osten oder aus dem Westen waren. Denn die eigentlichen menschlichen Probleme, wie lebe ich, wie bin ich zufrieden mit mir, was macht mich glücklich, wie ist meine Partnerschaft, wie ist meine Sexualität, wie geht es mit Kindern, wie erfülle ich meine Lebensträume, hatten zwar äußerlich andere Orientierung, aber innerlich war es dasselbe. Und das war für mich eine der prägenden Erfahrungen, dass, sag mal, für die Friedensarbeit fortzusetzen, Zwiegespräche anzubieten. Weil das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Natürlich. Also das muss man jetzt den Menschen auch sagen, die zuhören, dass es eigentlich nach der Wende diese Feindbilder gab oder noch, sagen wir, vor dem Mauerfall. Ossis und Wessis haben aufeinander in Feindbildprojektion geschaut, waren auch beide im Gefühlsstau. Man kann nicht sagen, wer mehr im Gefühlsstau war, oder? Vermutlich beide etwa ähnlich. Ja, nur unterschiedlich. Ja. Einfach unterschiedliche Gefühlsstau. Ja. Und dann nach dieser Wiedervereinigung haben sie zumindest mit einigen diese Gespräche geführt. Und es gab eben ein angeleitetes Aufeinanderzugehen und plötzlich hat man sich als Menschheitsfamilie erkannt. Genau so. Würden Sie sagen, das wäre auch nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Franzosen und Deutschen gegangen? Hätten alle die Sprachen gekannt? Unbedingt. Also ich denke, das ist der einzige Weg. Der einzige Weg ist, dass man aufhört. Also man kennt doch so, was dann unter demokratischen Verhältnissen hochgeschätzt wird, Diskussion pro und contra. Ja? Wenn man da genauer hinschaut, wird eigentlich sehr bald klar, pro und contra haben immer beide Seiten Recht und Unrecht zugleich. Also es ist nur vielleicht die geschicktere Argumentation mag mal ein Vorteil sein, aber in Wirklichkeit gibt es keine wirkliche Verständigung. Das ist anders, wenn es persönlicher wird. Wenn man also nicht mehr sagt, auf der Sachebene diskutiert, sondern ich denke so, weil, ich fürchte das, weil, und man eine persönliche Begründung hat, dann kann man nicht mehr darüber streiten,
dann kann man, okay, so ist das bei dir. Aha, deshalb hast du dich impfen lassen oder deshalb bist du gegen Impfung. Jetzt verstehe ich dich. Also wenn man aufhört, zum Beispiel zu diskutieren, die Impfung ist notwendig, medizinisch, gesellschaftlich oder nicht impfen ist richtiger, ist besser, weil das und das also auf der Sachebene ist. Natürlich kann man darüber diskutieren, gerade bei solchen Sachen, ja, wo liegt mehr Wahrheit, wo liegt mehr Realität. Aber das bringt die Menschen nicht zusammen. Ich habe auch diese Zwiegespräche zwischen Geimpften und Ungeimpften gemacht. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Also Sie haben zwischen Ossis und Wessis vermittelt. Ja. Dann ist so ein bisschen, wenn Sie so als Friedensstifter, können Sie auch zwischen Geimpften und Ungeimpften. Weil ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, die Sache mit Ossis und Wessis läuft. Also ich weiß es nicht viel. Also ich habe das Gefühl... Nicht im Moment wieder schlechter. Läuft gar nicht so gut. Nein. Aber ich bin auch Schweizer. Ich, ja, 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 ich bin Ausländer. Da gibt es eine Erklärung. Im Osten ist die Kritik an der Regierungspolitik viel stärker als im Westen. Was ich verstehen kann. Ja, naja, weil ich weiß das selbst von mir und meinem Umfeld. Wir kennen autoritäre Verhältnisse. Wir kennen Lügenpresse, wir kennen die Ideologisierung der Politik. Ja? Das haben wir ja 40 Jahre erlebt. Ja? Und dass wir das jetzt wieder erleben. Oder, das wäre eine Retraumatisierung. Ja, das ist so. Also ich war, das fand ich noch interessant, kommt mir gerade in den Sinn, wir sind ja hier in Thüringen. Und in meinem Vortrag kritisiere ich eben Olaf Scholz, dass er Waffen in die Ukraine geliefert hat, da gebe ich ihm die rote Karte. Oder ich kritisiere Putin, dass er in der Ukraine einmarschiert ist, gebe ich ihm eine rote Karte. Oder ich kritisiere Präsident Obama, dass er den Putsch gemacht hat in der Ukraine 2014, gebe ich ihm eine rote Karte. Das heißt, ich kritisiere ganz verschiedene Politiker, auch Präsident Bush, dass er eben im Irak die Regierung gestürzt hat, gibt für ihn noch eine rote Karte. Und Clinton, weil er die NATO-Osterweiterung gemacht hat, was ursächlich zum Krieg in der Ukraine beigetragen hat, bekommt auch eine rote Karte. Und dann habe ich eigentlich Freunde gefragt, die hier wohnen, die in der DDR aufgewachsen sind und die für mich die Vorträge organisieren, ob ich denn Honecker die rote Karte im Kalten Krieg hätte zeigen können. Und dann haben sie mir klar gesagt, nein. Für mich als Schweizer, ich bin ja wie Außenstehender, ich fahre da, aber ich weiß manchmal gar nicht, sind wir jetzt ehemalige Ossis oder ich muss mir immer ein bisschen konzentrieren, wo sind wir gerade. Und dann habe ich eben gesagt, nun gut, also was wäre denn passiert? Dann haben sie gesagt, ja, die Stasi hätte das mitbekommen. Dann habe ich gefragt, ja, hätte, aber vielleicht hätten sie auch nicht mitbekommen. Dann haben sie gesagt, die hätten das hundertprozentig mitbekommen. Und dann hätte ich gesagt, ja, aber wie viel Spielraum gab es? Und dann haben sie gesagt, ja, einfach Spielraum für einen Vortrag und danach hätte man dich abgeholt. Und dann hätte ich gesagt, ja, wo wäre ich hingekommen? Und dann haben sie mich gesagt, ja, in den Stasi-Knast. Und dann habe ich gesagt, ich will das sehen. Und dann sind wir also in Erfurt, gibt es den Stasi-Knast, das ist beim Domplatz, heißt er vielleicht. Und da bin ich jetzt hingefahren, gerade vor 2 Tagen. Ich habe gesagt, ich will das sehen. Und dann hat dort auch ein Historiker erklärt, wie man hier in den Zellen lag. Man musste also irgendwie eine Liegehaltung einnehmen in der Nacht. Und da waren 5, 6 Leute in der Zelle. Und dann hat er gesagt, wenn jemand diese Liegehaltung sozusagen verlassen hat, ja, weil irgendwie die Hände mussten irgendwie über der Decke sein und man musste auf dem Rücken liegen. Aber wenn man schläft, ich meine, ich drehe mich immer beim Schlafen. Ja. Und da, bei 5 Menschen dreht sich immer einer. Dann wurde also immer alle halbe Stunde wurde reingebrüllt, Liegehaltung einnehmen. Und da wurden natürlich alle immer wieder wach, weil vielleicht der Kollege sich gedreht hat. Und das hat natürlich dazu geführt, dass niemand durchgeschlafen hat. Ja. Und man weiß ja, was mit Menschen passiert, wenn die nicht schlafen. Schon nach einer Woche und nach einem Monat. Ich meine, das sind schreckliche psychische Zustände. Ja. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, warum wurden die überhaupt eingesperrt? Und die meisten wollten halt fliehen über die Grenze. Ja. Und das ging halt nicht. Und entweder sie wurden erschossen oder sie wurden eingesperrt. Ja. Und wenn Sie jetzt sozusagen diese schwierige, ist ja ein schwieriges Kapitel deutscher Geschichte, das haben Sie erlebt, dann haben Sie den Zweiten Weltkrieg haben Sie auch erlebt, halt nur als Kind, 2 Jahre, aber trotzdem, es ist, wenn Sie sagen, dass der Körper speichert alles, dann haben Sie die DDR erlebt und jetzt erleben Sie diese NATO-Kriege, wo man doch gedacht hat, Deutschland führt nie wieder Krieg, aber ist in dieser NATO drin, ist im Kapitalismus drin, bombardiert andere Länder. Und jetzt erleben Sie noch diese Spaltung zwischen geimpft und ungeimpft.
Ich finde es einfach schön, wenn Sie sagen, ja gut, es war schon möglich, diese Versöhnung zwischen Ossis und Wessis. Und wenn ich daran denke, wie dieser Stasi-Knast ausgesehen hat, weiß ich, das ist auch ein Stückchen Arbeit. Heißt das denn, dass diese Gespräche zwischen geimpft und ungeimpft, ja, hat das auch funktioniert? Kann man dort den Gefühlsstau auch sozusagen, also die Feindbilder wieder abbauen? Weil das betrifft ja sehr viele Familien, wo vielleicht der eine Bruder geimpft hat, der andere hat nicht geimpft. Und die Sache ist nicht aufgearbeitet. Ja. Mein Eindruck. Ja. Mein Eindruck. Also bei der Einladung, solche Zugespräche zu machen zwischen Geimpften und Ungeimpften. Das haben Sie gemacht? Das habe ich gemacht. Mehrmals sogar. Welches Jahr? Nur jetzt. 2023? 2023, ja. Okay. Das Interesse war nicht so groß wie praktisch die Zwiegespräche zwischen Ost- und Westdeutschen. Also Ossis, Wessis lief besser, ja. Geimpft, ungeimpft lief weniger gut. Und in der Nachforschung der Hintergründe habe ich den Eindruck gewonnen, das habe ich jetzt nicht wissenschaftlich, statistisch belegt, aber dass es sehr schwierig ist, dass Geimpfte sich einem solchen persönlichen Gespräch stellen. Sie wollen... Die Geimpften oder die Ungeimpften? Die Geimpften. Sie wollen nicht eine kritische Frage vielleicht bekommen, weshalb sie sich haben impfen lassen oder eine Auseinandersetzung führen mit den erheblichen Gefahren und Nebenwirkungen einer Impfung. Und das hat sicher damit zu tun, dass man im Unterschied zu Verhaltensweisen im Leben, wo man feststellt, das war nicht gut, habe ich nicht richtig gemacht, muss ich einsehen, kann ich besser machen, dass bei einer Impfung anders ist. Die kann man nicht mehr rückgängig machen, die kann man nicht unschädlich machen. Also es sind dennoch Menschen zusammengekommen, geimpft und ungeimpft. Wie viele waren es denn? Naja, eine Gruppe ist immer 12 Menschen. Ja. Also 12 Ungeimpfte und 12 Geimpfte? Nee, oder sechs. Ja. Okay. Und das aber mehrmals mit anderen. So, ja. Aber alle wieder freiwillig im Raum, ja, und immer wieder mit diesen Ich-Botschaften. Immer. Ich habe das gemacht. Ja. Und es ist von Anfang an so, dass niemand verurteilt wird. Genau. Und es darf nicht darüber diskutiert werden, weshalb eine Impfung medizinisch oder politisch oder moralisch gut und richtig ist oder eine Unimpfung, eine Nicht-Sich-Impfen-Lassen eben auch politisch begründet ist. Oder so. Sondern es wird nach den individuellen Hintergründen gesucht. Zum Beispiel würde einer sagen, der sich hat impfen lassen, weil ich... geängstigt war, weil ich bedroht war, meine Arbeitsstelle zu verlieren, weil ich geängstigt war, schwer krank zu werden. Und dann forscht man weiter, was macht ein Bedrohungsgefühl mit dir? Und dann landet man, naja, ich bin schon in meiner Kindheit nicht wirklich angenommen oder bestätigt worden, da war die Frage, darf ich überhaupt sein und so weiter. Mhm. Oder eben einer, der, ich habe mich nicht impfen lassen, weil ich mich manipuliert gefühlt habe, weil ich mich unter Druck gefühlt habe. Und dann geht es weiter. Und was bedeutet das, wenn du dich manipuliert fühlst? Ja, ich kenne das bis in meiner Kindheit. Da haben mir die Eltern immer gesagt, was richtig oder falsch ist oder was ich tun soll oder lassen muss. Und man ist also sehr schnell auf persönliche, entwicklungsgeschichtliche Lebenserfahrungen, die sich jetzt im Impfen oder Nichtimpfen manifestiert haben. Aber keiner hat Recht oder Unrecht, sondern genau. Sie haben einfach genau. Unterschiedliche genau. Ängste. Also die einen genau. haben Angst vor Impfung, genau. die anderen haben Angst genau. vor Diktatur. Ja, denn man kann sogenannte objektive oder sachliche Gründe aufführen für Impfung und ebenso für Nichtimpfung. Ja, also ich habe da eine persönliche Meinung, aber das gehört jetzt auch an der Stelle nicht dazu. Aber in dem Moment, wo deutlich wird, dass es nicht um solche Sachargumente, die politisch, moralisch, ideologisch gefordert sind, oder, sondern ganz persönlich, dass man
aha, jetzt verstehe ich dich. Du hast dich impfen lassen, weil das in deiner Lebensgeschichte so und so. Oder du bist gegen Impfen, weil das in deiner Lebensgeschichte. Mensch, jetzt, da können wir ja befreundet bleiben. Dann müssen wir uns nicht streiten darüber, dass du als Ungeimpfter eben ein böser Mensch bist. Und dann habt ihr, Entschuldigung, wenn ich reingehe, dann habt ihr in dieser Zwölfergruppe so etwas wie Versöhnung, ja. Menschheitsfamilie, Frieden. Ja. Also das ist ja die gute Nachricht. In der kleinen Gruppe ja. geht's. Ja. Aber wenn Sie das ganze Land anschauen, da ist man noch nicht an einem Punkt, wo man friedlich aufeinander... Also, ich meine, in der christlichen Kultur, und es ist ja eine christliche Kultur, die Schweiz und Deutschland und Österreich, das sind wir sind keine muslimischen Länder, wir sind keine hinduistischen, wir sind eigentlich eine christliche Kultur. Ja. Und da ist eigentlich das Prinzip Vergebung, ist ja eigentlich auch ein wichtiger Punkt. Und das sehe ich im Moment ziemlich wenig. Ich sehe das wenig und wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie eigentlich, es ist wichtig, solche Räume zu schaffen, wo die verschiedenen Gruppen aufeinander zugehen können. Glauben ja. Sie, das wäre auch möglich zwischen Israelis und Palästinenser? Das ist jetzt ein zwingend. Also das ist notwendig. Das ist der einzige Weg, um aus diesem ganzen wirklich furchtbaren Dilemma herauszufinden. Weil Benjamin Netanyahu sagt ja, ich bombardiere den Gazastreifen, ja. ich töte die Hamas. Und die Hamas sagt, wir töten die Israelis, wir machen Terroranschläge. Und so ist man in der Gewaltspirale gefangen. Ja. Aber ihre Liebe für die Menschen drückt sich ja so aus, dass sie ihnen wie sagen oder zurufen, oder so sehe ich sie. Ich sehe sie als einen erfahrenen Mann, der 80 Jahre jetzt dabei ist, der zwei, drei Dinge sich überlegt hat, zwei, drei Dinge selber beobachtet hat, der mit vielen gesprochen hat. Sie sagen eigentlich den Menschen, schaut her, ihr könnt, aber ihr müsst euch im Gespräch ja. finden. Und in diesem Gespräch ist es wichtig, dass man Ich-Botschaften, also dass zum Beispiel ein Palästinenser sagt, ich fühle mich so, ja. weil, und ein Israeli sagt, ich fühle mich so, weil, ja. und dann könnten sie sich sozusagen als Menschheitsfamilie erkennen. Ja. Ich mache nochmal einen kleinen Schlenker zu dem vorher, weil das, glaube ich, in dem Zusammenhang auch wichtig ist. Also wenn in solchen Zwiegesprächen, Ost-West oder Geimpfte, Ungeimpfte... Also Zwiegespräch ist der Obergriff. Das ist der Obergriff. Also eine Verständigung nicht auf der Sachebene, nicht auf der politischen Ebene, sondern auf der persönlichen Ebene, auf der emotionalen Ebene, wenn man so will. Dann kann am Ende, oder das ist so, also gerade bei Geimpften, Ungeimpften, es bleibt ja so. Der ist geimpft und der ist ungeimpft. Der eine ist Israeli, der andere ist Palästinenser. Der eine ist Ukrainer, der andere ist Russe. So. Das heißt, das Ziel ist nicht, dass man einer Meinung ist, sondern das Ziel ist, dass man sich versteht, sich verständigt, dass es unterschiedliche Hintergründe oder Motive, persönliche Motive gibt. So, dann, aha, so ist das. Dann können wir ja weiter im Kontakt bleiben. Wir müssen nicht Feinde sein. Ja? Wenn man es aber auf der politischen oder ideologischen Ebene macht, dann bleibt man Feind, weil der andere ist, muss ja dann der Böse bleiben. Und hier erkenne ich, nehmen wir mal der Israeli oder der Palästinenser, haben ihre persönlichen Erfahrungen miteinander oder gegeneinander. Mhm. Und wenn es gelingt, dass man sich zuhört und das versteht, weshalb also da unterschiedlich gedacht wird und weshalb man gegeneinander ist, dass das eine individuelle auch Grundlage und Geschichte hat, dann entstünde eine Basis für Frieden. Ich finde das eine wirklich sehr tiefgreifende Einsicht, Zwiegespräche als Weg für den Frieden, ja. auch eine Einsicht zu sehen, dass wir alle irgendwie einen Gefühlsstau haben, dass eben die Israelis einen Gefühlsstau haben, dass die Palästinenser einen Gefühlsstau haben, dass es solche Gefühlsstaus dann zu Feindbildern führen. In dem Sinne kann ich Ihnen nur eigentlich ganz herzlich danken, Herr Marz, für dieses Gespräch. Ja. Aber nicht nur für das Gespräch, auch eigentlich für Ihr Lebenswerk, dass Sie sich so für den Frieden engagieren und dass Sie den Menschen eigentlich helfen, hier Dinge zu sehen, die man zum Teil gar nicht sehen will, wenn ich es ganz offen sage. Als Sie das gesagt haben, so auch in Beziehungen, ja. Hat man da zum Teil einfach ein
Kanal gefunden, ja, um den Gefühlsstab, also das ist ja nicht jetzt etwas, wo man sagt, oh, zum Glück weiß ich jetzt das, sondern ist jetzt, ja, da bringen sie auch unangenehme Wahrheiten aufs Feld, aber ich glaube, ich habe die tiefe Überzeugung, dass das eine sehr wichtige Arbeit ist, die sie machen, und darum möchte ich Ihnen ganz herzlich für Ihren Einsatz für den Frieden danken und für dieses Gespräch. Danke, danke. Ja, ich hoffe, ihr habt das spannend gefunden. Ich habe extrem viel von Herrn Marz gelernt. Und ich finde es eben auch schön, dass es interdisziplinäre Gespräche gibt, dass es ein Mediziner, der psychotherapeutisch arbeitet, mit einem Historiker zusammen spricht, der eben jetzt den Ukraine-Krieg und den Afghanistan-Krieg untersucht. Und man findet schon eigentlich, man findet interessante Aspekte. In dem Sinne hoffe ich, dass wir einfach alle weitermachen und versuchen, den Frieden zu finden, den Frieden zwischen Israel und Palästina, den Frieden zwischen Ukraine und Russland, zwischen Geimpften und Ungeimpften, zwischen Ossis und Wessis und was es noch alles für Feindbildprojektionen gibt. Vielen Dank fürs Zuhören.